Willkommen zurück im eisigen Eis-Pergamon-Tor-Tempel. Wir haben im letzten Part, soweit es geht, den Tempel abgeschlossen. Jetzt hat uns Olivia im letzten Part am Ende nochmal gesagt, ey, speichert vorher, bevor wir weitergehen. Das tun wir, denn uns steht wahrscheinlich der Pergamon-Tor-Kampf bevor. Und bevor wir hier runterrutschen, gucken wir mal an, was hier noch ist, bevor wir was verpassen. Man weiß es ja nicht. Scheinbar verpassen wir hier nichts. Nehmen wir die Abfahrt und los geht's. Das war cool. Yo! Nice. Okay. Hier läuft Wasser. Jo, das war lustig. Damit stecken wir jetzt wohl ganz oben in der anderen Bärenberg drin, was das hier wohl für ein Raum ist. Ich weiß nicht, du hast gesagt, wir sollen vorher speichern. Kriegen hier einen Colorpilz. Eine Glitzerblume. Und ein Glitzerschweif. Na dann. Sind wir jetzt da? Ich denke schon. Das ist ein Bär. Oh nein, das Eispergament wurde ja auch zu Origami gefaltet. Ja, was hättest du denn gedacht, Olivia? Es beherrscht das Eis, also ist es hier wohl besonders stark. Sei vorsichtig, Mario. Oh nein. Ja, ich hab Respekt, ne? Ich hab Respekt. Vor dem Bossgegner hier im Spiel, ihr wisst Bescheid. Bis jetzt waren alle Bosskämpfe bis auf der Locher wirklich sehr schwer. Aber wir gucken mal. Was für ein riesiger Eisbär. Und seine Krallen sind auch nicht von Pappe. Aber lass dir nicht bange machen. Wenn er nicht von Eis bedeckt ist, ist er auch nur aus Origami wie ich. Wir schaffen das. Hey, wir haben doch gar nicht angefangen, aber der friert sich schon mal zur Verteidigung ein. Voll unfair. Okay, das erste, was wir machen, ist, wir holen uns einen Tipp von Olivia. Will das Eispergamon eigentlich die ganze Zeit eingefroren bleiben? Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie auftauen. Das ist kein Tipp. Wir laufen uns direkt aufs Feld zu. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. So. Ich schätze mal, wir laufen auf das Feld dazu, ne? Gucken wir mal. Nehmen wir jetzt mal einen Tipp mit. Das Einfeld ist in der Schatzkiste. Hol es zuerst dort raus, dann kann der Kampf richtig losgehen. Okay. Da ist es. Wir benutzen die Kalle-Eisenstiefel. Oh, er rutscht runter. Okay. Das Eis ist viel zu rutschen. Darauf drauf springen bringt uns nichts. Okay. Wir wissen Bescheid. Oh nein. Wow. 21. Okay. Leg dir die Pfeile zurecht. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Einfeld betätigen. Das ist safe. Dann laufen wir auf das Feld dazu. Ja, machen wir doch mal, ne? Oder? Ja. Halt. Wir können doch mal noch einen zweiten Tipp holen, eventuell. Ja. Okay. Nur das Feuerpergamon kann das Eispergament dann freischmelzen. Auf den Feldkreis und feuerfrei. Okay, also ist das schon mal falsch, okay. Dann weiß ich Bescheid, also könntest du nicht freiboxen. Ja. Oh. Autsch, das Eis ist so scharfkantig, der muss er doch irgendwie beseitigen können. Ich habe den Tipp gerade gelesen, Olivia. Gib mir einen Moment. Er ist ganz schön stark. Müssen wir jetzt nochmal einschalten? So, und jetzt Feuerpergamon, ne? Gut.
Dann setzen wir mal Feuer frei hier, ne? Oder wie sagt man? Das Feuer. Los geht's. Ich find's nice, wie Mario darauf reitet. Eins. Haha, na, was sagst du jetzt, Eispergamentor? Das war ein Angriff und Dahinschmelzen, stimmt's? Das ist ein Dahinschmelzen, ja. Okay. Wow. Okay, wir könnten... theoretisch... so... dann laufen wir hier runter. Wenn ich es richtig sehe. So. Moment, da läuft er hoch, dann läuft er das Feld, dann läuft er da runter, dann da lang, dann und dann greift er an. Okay. Erst einen Heal mitnehmen. So. Also ein Feld, dann läuft er dann rechts. Ja, sehr schön. Okay. Und dann angreifen, ne? Mit Kalle-Eisenstiefel mal. Jetzt dürfen wir nicht runterrutschen. Macht aber auch nicht so viel Schaden. ...26, Alter. Wahnsinn, das Eisberg kann wirklich alles einfach. Sogar ein Bonus jetzt Eis. Oh nein, wir müssen jetzt wieder auftauen. Was denn jetzt noch? Haben Sie etwa auch noch Eisberge? Das Eisberg bringt einen mit seinen Tricks ja wirklich zum Schlottern. Wortwörtlich. Das Ding ist ja ein Problem. Wir haben ein kleines Problem. Greifen wir an mit Hammer, denke ich mal, ne? Anders geht es ja nicht. Was haben wir denn hier noch? Okay, mal einer. Nutzen wir mal einen Hammer. Vielleicht sind wir aus Reichweite, oder? Oder kriegen wir das mit Hammer frei? Null, okay. Ah ja, das Eis ist vielleicht hart. Unser Angriff brennt, da lassen wir ja noch nicht mal einen Kratzer. Kein Schimmer, wie wir den besiegen. Weil... ja. Müssen wir mit den Händen jetzt was machen, aber der haut ja, der macht ja das Ding frei. Muss ich vielleicht doch jetzt mit Dings machen? Ich weiß es, ich muss auch ausprobieren, ich habe keine Ahnung. Weil die Feuerdinger können wir ja nicht benutzen. Ja, das war klar. Oh, es ist ja so ein ekliger Kampf, ne? Ja, jetzt ist die nicht mehr so eingefroren. Jetzt reicht es aber langsam mit diesen lässigen Eisbrocken durch. Drehen gehen die nicht kaputt, da muss alles irgendwie anders gehen. Ja, wahrscheinlich mit Feuer, ne? Aber ich konnte ja die ganze Zeit nicht Feuer benutzen. Was soll ich machen, Olivia? Du bist ja auch eine Schlaue. Oh, da ist halt nur ein... machen wir ein. Oder machen wir Feuerpergamentor. Ja. Tiefe vom Bild ist unfähig. Ja, aber ich darf doch nicht mal Feuerpergamentor einsetzen, oder wie?
Ja, das habe ich mir auch schon gerade gedacht. Aber wenn ein Feuer-Pergament dort drauf liegt, was soll ich denn sonst machen? Erzählt mir doch mal was. Ja, das ist halt lustig. Was soll ich da machen? Alles, was ich mache, ist, habe ich nur selbst verletzen. Oder ohne, oder ineffektiv. Kann ich freiboxen? Nein, das ist, friert einen auch ein. Okay, warum friert einen das denn ein? Olivia, es wäre halt furchtbar nett, wenn man mir einfach sagt, was zur Sache, was man machen soll. Weil er die Dinger doch einfriert. Was soll ich da machen? Die durch Verschieben. Gehen die auch nicht kaputt, oder doch? Nee, die gehen auch. Die gehen auch nicht durch Verschieben kaputt. Es wäre halt total nett, wenn man mir einfach mal sagt, was Phase ist. Weil jedes Feld davon ist eingefroren. Wo soll man das wissen, Olivia? Im Spiel. Das kannst du doch nicht wissen. Gott, du hast dieses Spiel und seine Rätsel im Kampf. Mach das doch ein bisschen offensichtlicher. Es ist nicht so schwer. Ja, jetzt tötet er mich. Oder auch nicht. Also mal ernsthaft. Ich muss erstmal was angreifen. Also ich muss mich heilen. Nimm mal Colorpilz. Weil das kannst du ja nicht wissen, auf Anhieb. 200 voll, nice. Aber wie gesagt, bei den Bossen, das... Da muss man so unfassbar viel lernen, einfach nur. Ist ja jetzt ernsthaft wieder eingefroren, was soll ich denn machen? Ja. Komm, Pelga macht. Komm, mach ihn jetzt mit dem Shit. Oh. So ist die Musik gut. Zumindest ist die Musik gut. Macht trotzdem so viel unfassbar viel Schaden. Was ich jetzt mache? Ja, die Hände, ne? Die Hände.
Probier's mal mit den Händen aus. Machen wir mal an und dann gehen wir auf die Hände. Können wir ihn jetzt mit den Händen packen oder wie? Gut. Ja! Endlich mal was. Um den Schaden zu bekommen. Ich hoffe nur, dass er sie nicht heilt. Zu benommen zum Angriff. Okay. Bitte nicht wieder einfrieren. Bitte nicht wieder einfrieren. Alles nur nicht einfrieren. Er friert sich nicht ein. Sehr gut. Haben wir wo Eng und Einschalter? Nee, haben wir nicht. Ich würde gerne hier irgendwas hinmachen, aber ich habe nichts. Feuer mich mal an. Danke. Tun aber auch nichts. Ja, greifen wir so an, ne? Es sei denn, wir können noch was im Weg legen. Nee. Okay. Jetzt aber mit Hammer, oder? Haben wir irgendwas, was besser ist? Wir nehmen die Feuerblume. Nutze die Feuerblume mal. Ist jetzt schließlich aus Eis. Ja, gut, geht durch, ne? Friert er sie jetzt wieder ein, ne? Mhm. Also bedeutet das für uns im Umkehrschluss erst das Feuerpergamentor rufen? Feuerpergamentor rufen? Und danach mit den Armen drauf. Also mit den Fäusten. Okay. Soweit die Taktik. Aber dass diese Bosskämpfe halt immer nur darauf ausgelegt sind, dass man immer erst eine halbe Stunde lang gefühlt probieren muss, bis man weiß, wie der Bosskampf funktioniert. Das ist das, was mich abnervt. Und alle und die ganzen Presse, die haben die Bosskämpfe in diesem Spiel gelobt. Ja, die sind abwechslungsreich. Aber mehr nicht. Spaß machen die nicht so wirklich. Gut, jetzt mit den Armen. So. Hier ist der Einschalter. Und hier sind die Hände. Gut. So. Yes! Oh, ganze 10 Schaden macht das. Also, das heißt, es wäre jetzt, wenn wir jetzt nochmal die Faltarme kriegen dürften, dann wäre das das Ende für ihn, oder? Eislabyrinth. Was ist das? Was? Oh nein, er lädt auf. Gütiger Gefrieratem, jetzt plötzlich alles voll mit Eisfeldern. Und ganz schön sauer sieht das aus. Eispergamentor auch raus. Das wird mir langsam zu heiß. Wir müssen das Kampf schnell zu Ende bringen. Ja. Als erstes runter. Dann so. Na, dann war es ja da.
Es war auf jeden Fall jetzt hier runter, ne? Dann nach links. Das so viel ist safe. Ach nein, was mache ich denn da? Och, wieso? Ich dachte, man hat mehr als... Ja, super, wo willst du hin? Ja, geil. Tiefe übrigens unfähig. Oh Gott, man drückt. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob das... Ja. So, jetzt greif an. Eislabyrinth nochmal. Da hinten erst. Okay, den zweiten nicht bewegen. Der zweite ist so gut, wie er ist. Machst du mal jetzt schnell. Aber was spricht er dagegen, wenn wir den einfach davor hinsetzen? Spricht er nichts dagegen, oder doch? Ja, warum sollten wir den nicht wieder hier hinsetzen? Und? Oh nein, nur 5. Oh komm, please. Was ist das denn? Dreh's mir mal vorbei. Wie lange willst du noch drehen? Hallo? Ich habe keine halbe Stunde Zeit jetzt nur für diesen einen Kampf hier. Habe ich schon, weil ich ja gerade am Aufnehmen bin, aber muss das dennoch so lange sein? Oh Gott. Ich denke mir schon, so war das, ne? Münzen, nice! So, an. Ich denke mal, besser kann man es nicht hinkriegen, ja? Wenn er jetzt nicht down geht, hab keine Ahnung. Und. Oh, danke, Alter. Das ist ja voll anstrengend. Dass man die ganzen Bosse erst. Dass man erst herausfinden muss. Wie das. Ja, klar. Jetzt klingt das wieder so, dass man herausfindet. Klar muss er herausfinden, wie ein Boss funktioniert. Aber meine Güte, macht das doch wesentlich offensichtlicher. Sag doch einfach, was Phase ist. Warum muss das denn so lange versteckt sein? Das ist halt das Nervige. Die Fallfibel des Eispergamentor. Einfach sagen, was man hier machen muss und gut ist. Dann nimmt man auch die Herausforderung nicht weg, dann nimmt man halt nur innerhalb nur 20 Minuten Gameplay raus, was um herauszufinden, wie der Boss funktioniert. Bei Monster Hunter haue ich auch auf ein Monster drauf und weiß sofort nachdem ich kassiert habe, was Phase ist. Aber da bin ich halt direkt in die Action. Und ich weiß zumindest, dass ich dann darauf hau, wenn ich ihn der ganze Zeit auf die Fresse hau, dass es zumindest Schaden macht. Ne? Ohne vorzuüberlegen, ja. Na, dann schauen wir doch mal. Ach so, verstehe. Hier so Falten. Dort, da Kante an Kante. Wow, raffiniert. Gut, okay, ich hab's kapiert. Dann mach mal. Alles klar, mach ich. Ich glaube, ich kann mich jetzt zum Eispergament verhalten. Dann tu es. Dann mal Hals und Bein knickt. Bin gespannt, wie mir der Look stehen wird. Okay, los geht's.
Ich friere mit dem Falz ab. Selbst auf Eispergamenton ist mir noch total kalt. Aber wenn ich mich davon aufhalten lasse, werde ich die Kraft des Eispergamenton nie beherrschen. Ich werde mit der Kälte schon klarkommen. Jetzt pass auf. Friert den See ein. Super. Oh, das Wasser habe ich kalt erwischt, was? Es ist gefroren. Jetzt können wir hier raus. Das Wasser ist gefroren, also können wir über den Graben und raus hier. Yay, über den Graben und raus hier. Cool, ich glaube, hier friert Mario nicht ein, ne? Hm. Logik im Kampf. Oh, die Textur sieht so nice aus irgendwie. Nicht runterfallen, Mario. Hier, halt hier an mir fest. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Rutsche da ist. Als wir da draußen waren. Perfekte Landung, siehst du? Die Statuen lächeln und freuen sich mit uns. Wir können hier nach unten lang. Ach, stimmt ja, jetzt ist alles eingefroren, ne? Stimmt. Öffnen wir mal. Die Karo-Insel. Das ist kein Karo eigentlich, oder? Ich wette, doch hier unten ist irgendwo ein Tod, oder? Was sind wir hier hinter? Als ob hier nichts ist. Hier ist tatsächlich nichts. Hä? Gut. Dann gehen wir zurück mal. Ich meine, wir haben ja jetzt alles hier, oder? So, damit müssen wir jetzt alle vier Pergamenta haben, um hier eventuell aufzuräumen und diese Prüfungen hier zu machen. Ich glaube, wir müssen hier den See einfrieren, links das Erdpergamenton nutzen und hier das Wasserpergamenton, um See zu machen und dann schließlich einzufrieren, damit wir hier rüberkommen. So würde ich das schätzen. Aber wir gehen jetzt immer zur Bank. Spreche nochmal mit dieser schön aussehenden, anmutenden Statue hier. Hey. Willkommen, Reise. Such dir Pilze, können sie hier erworben werden. Such dir Pilze? Ja, gib mir ein paar Glitzer. Gib mir einen Glitzerpilz her. Danke. Vielen Dank, dass ihr uns unsere Pilze aus. Vielen Dank, dass ihr uns und unsere Pilze aus nachhaltigem, unterirdisch-mystischen Anbau unterstützt. Gerne doch. So, machen wir eine Pause. Oh, setzt euch hin und macht eine Pause. Futtert was und trinkt eine Pause, denn das habt ihr euch verdient. Was ist das für Statuen, Alter? Aber Leute, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part mit den drei Tempeln hier weiter und verdienen uns diese Kugeln. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch der Part gefallen hat. Und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und kommentiert schon fleißig. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.